Das bist du, der sehnsüchtig auf die Veröffentlichung unserer Community-Strategie wartet, weil er sich erhofft, endlich dadurch profitabel zu werden. Bleib bis zum Ende dran und ich zeige dir, wie du vom sehnsüchtig wartenden, hoffenden Albert zum jede Prop-Firm-Challenge bestehenden und börsedominierenden Trading einstellen wirst, nachdem du diese Strategie gelernt hast. Hallo liebe Freunde des gepflegten Tradings und herzlich willkommen zu unserem Strategievideo. Und zwar habe ich im vorletzten Video ja angekündigt, dass wir eine Community-Strategie bauen. Diese ist jetzt fertig und die werde ich dir heute in diesem Video zeigen. Das hier ist der erste Teil und den zweiten Teil, der wird dann am Montag im Discord veröffentlicht. Also falls du noch kein Mitglied bei uns im Discord bist, der kostenlos ist, dann kannst du gerne über den Link in der Videobeschreibung der Community beitreten. Dort werden wir auf jeden Fall diese Strategie traden. Wir werden dir Hilfestellung leisten. Wir werden uns potenzielle Setups anschauen, diese auch diskutieren, so dass du immer auf der richtigen Seite bist und auch weißt, was du tradest. So, bevor wir loslegen aber, lass auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, falls du dies noch nicht getan hast, damit du künftig auch keine Videos mehr verpasst. Und wir legen jetzt los. Aber bevor wir durch die Price Action gehen, einmal kurz die groben Regeln. Du solltest dir auf jeden Fall das Wir bauen eine Community-Strategie-Video vorher angeschaut haben, damit du das jetzt hier alles verstehst. Und den Link bzw. das Video habe ich dir hier oben eingeblendet. Das solltest du auf jeden Fall gesehen haben. Zudem solltest du auch alle anderen Konzepte aus der ICT-Playlist, die ich dir jetzt einblende, gesehen haben, damit du das alles hier verstehst. So, die Strategie heißt Ghost Liquidity Busters. Und dieses XXXXXX steht dafür, das erste XX ist unser Premium und Discount auf der höheren Timeframe plus die Marktstruktur. Wir können jetzt mal ein Beispiel nehmen und zwar das, was ich euch jetzt auch zeige, das wäre ein M30. Also wir suchen auf M30 den Premium und Discount. Dann beim zweiten XX den Sweep suchen wir auf M10 und das dritte XX ist der POI plus der Entry. Den suche ich jetzt auf M1 in diesem Video. Du kannst aber auch jegliche andere Kombination wählen. Du kannst auch sagen H1 für die Struktur und für den Premium Discount, M15 für die Sweeps, M5 für den Entry, M1 für den Entry, wie auch immer. Du kannst jegliche Kombination hier auswählen. Ich würde aber aufpassen, dass die nicht zu nah aneinander liegen. Also zum Beispiel M30, M10, M5. Weiß ich nicht, ob das so gut aufgeht. Kann man natürlich auch testen. Ich würde da aber auf jeden Fall einen gesunden Abstand nehmen und auch mal gucken, was für ein Typ Trader du bist und was für dich am besten passt. Ja, also das ist hier praktisch die Definition von dem, was wir suchen. Und wenn wir sprechen wir halt immer davon, dass das erste die Premium Discount plus Market Structures, das zweite der Sweep und der dritte POI und Entry. Am POI, wie der sich zusammensetzt, lernst du in dem Wir bauen eine Community-Strategie Video und ich erwähne das hier auch nochmal gleich. Den Entry generieren wir aus dem POI. Entweder am Fair Value Gap, am Inverse Fair Value Gap, falls kein Fair Value Gap da ist, oder am POI direkt, falls man Angst hat, dass man den Trade verpasst. Das wirst du gleich aber alles nochmal live sehen und der Stop-Loss, der kommt immer im unteren Teil des POI bei Longs und im oberen Teil des POI bei Shorts. Es wird aber auch noch eine komplett ausführliche, ein komplett ausführliches Regelwerk als PDF-Datei im Discord bereitgestellt. Also, wie gesagt, Teil 2 dieses Videos hier, wo ich den Rest der Price Action von dieser Woche, also Mittwoch bis Freitag, durchgehe, der wird nur im Discord veröffentlicht und damit du auch alles verstehst und das auch sehen kannst, solltest du auf jeden Fall in die Community kommen und wie gesagt, wir werden dort auch alles gemeinsam besprechen und ich werde dir auch Hilfestellung leisten und wir werden gemeinsam auch Trades diskutieren. So, und wir gehen jetzt in den Chart. So, wir starten jetzt einfach mal mit dem Montag von dieser Woche, der 29. April und gehen durch die Price Action bis Freitag, den 3.5., also praktisch die aktuelle Woche und schauen uns mal die Setups an und schauen uns mal alles an, wie ich das traden würde, beziehungsweise wie du das auch traden kannst. Also wir sehen jetzt hier erstmal eine bullische Price Action. Das ist der 30-Minuten-Chart.
Kannst aber auch den 1-Stunden-Chart, den 45-Minuten-Chart, den 4-Stunden-Chart, den 2-Stunden-Chart nehmen, auch den 15-Minuten-Chart für deinen Premium- und Discount sowie für die Bestimmung der Marktstruktur. Wir fangen einfach mal mit dem M30 an. Also ich will ein M30, M10, M5, M1 traden. So. M30, M10, M1. Das ist der Idealfall. Ja. Und natürlich, wenn ich zum Beispiel auf M10 keine Sweeps entdecke, gehe ich auf M3 oder M5 und schaue mir dort mal an, ob was gesweept wurde, weil Sweeps auf M5 oder M3 sind Major Sweeps auf M1. Das zeige ich dir aber gleich. So. Natürlich, wie gesagt, du kannst auch ein H1, M15, M1 traden oder ein H2, M30, M5 oder die Kombination hier draus kannst du auf jeden Fall wählen, wie du lustig bist. Je höher du gehst, umso weniger potenzielle Setups wirst du finden, aber die Setups sind auch meistens dann qualitativ hochwertiger oder aussagekräftiger. So, wir gehen jetzt einfach mal in den Chart. Wir haben hier M30, letzte Information war hier von diesem Hoch ein Bruch und von diesem Hoch ein Bruch. Das bedeutet, wir sind jetzt erstmal bullisch. Wir sehen hier jetzt eine Retrace Candle um 8 Uhr bis 8:30 Uhr und brechen hier eine 5er Fraktalstruktur. Das bedeutet für mich jetzt erstmal, wir shiften kurzfristig bärisch. Ja? Weil dieses Tief hat dieses Hoch hier gemacht, welches aus dieser Preisbewegung das höchste Hoch ist. Und solange wir nicht, sagen wir mal, hier runterbrechen, ja, weil das ist auch auf müsste auf hier auf H1 ist das hier der Major Swing. Solange wir hier nicht runterbrechen, sind wir erstmal übergeordnet bullisch, aber kurzfristig auf M30 bärisch. Ja? Und da wir halt M30, M10, M1 traden wollen, nehmen wir hier jetzt erstmal an, dass wir kurzfristig bärisch sind, weil ein 5er Fraktal gebrochen wurde mit Displacement und auch ein Fair Value Gap hinterlassen wurde. So, wir gehen in die Session rein. Die beginnt um 9 Uhr. Man kann natürlich auch vorher traden, aber ich trade hauptsächlich zu den Sessions und da habe ich auch meine Tests gemacht und deswegen werden wir jetzt auch in den Sessions traden. Du kannst natürlich auch vorher schon traden. Du kannst natürlich auch nach der Session traden. Das ist völlig dir überlassen, was für dich am besten ist. Ich möchte dir hier auch keine Vorgaben machen. Ich möchte, dass du selber in den Chart gehst und auch selber verstehst, was du da handelst. Ja, es bringt nichts, dir irgendwelche Strategien vorzumachen und zu sagen, ja, das sind die Regeln, trade das mal und du verstehst es nicht. Ja? Gut. So. Wir ziehen auf M30. Jetzt hier unseren Premium und Discount. Und wir kommen jetzt in die Session rein. Das heißt, wir ziehen den Premium und Discount jetzt erstmal nach und schauen mal hier. So. Was sehen wir jetzt hier? Also, wir sehen auch unter anderem, dass wir auf M10 5er Fraktalbruch haben. Mit Displacement und ein Market Structure Break nach einem Market Structure Shift, ein Market Structure Break. Und wir haben hier unsere Range. Ja, und was wir jetzt erwarten, sind Pullbacks hier oben hin und weitere Breaks nach unten. Ja, das heißt, wir haben hier ein Fair Value Gap. Dieses Fair Value Gap
dient für uns als Drawn Liquidity. Eine Drawn Liquidity bedeutet sozusagen ein Magnet für den Preis, wo er hin will, um diese Imbalance zu füllen, um dann weiter runterzugehen. Im Idealfall sehen wir jetzt in diesem Zeitabschnitt einen Sweep dieses Lows hier. Also ich würde mich nur auf Sweeps konzentrieren, die jetzt innerhalb der Session passieren. Hier vorher sind auch schon Sweeps passiert. Mit der 8.50 Uhr Candle wurden diese Lows hier gesweept. Aber ich wäre hier vorsichtig, insbesondere beim Opening. Also wir kommen hier rein. Ja, Vola steigt an und wir kommen hier zurück. Also ich würde erst abwarten, dass sich in der Session, also nach dieser Linie hier, eine M10-Liquidität sweepe, ja. So, wir gehen mal weiter. Okay, wir sweepen hier die Liquidität. Das heißt, wir müssen auch unsere Range nachziehen. Auf M30 ist das hier immer noch unsere Range, also unser Premium und Discount. Wir ziehen unsere Range nach und wir sehen hier den Sweep. Okay, so, wir gehen auf M1, so, und jetzt wollen wir sehen, dass wir die Marktstruktur shiften, und zwar bullish, und gucken dann, ob wir dort einen Einstieg finden. Was ich hier sehe, ist ein Dreierfraktal. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Dreierfraktale und Fünferfraktale. Und zwar, die Dreierfraktale sind auch Swingpoints, die aber nicht so aussagekräftig sind wie Fünferfraktale. Ich würde mir immer die Frage stellen, bei einem Market Structure Shift, dass wir ein, also jetzt in dem Beispiel, ein Hoch haben, welches ein Tief gebildet hat. Ja? Dann wäre das für mich ein valider Market Structure Shift, wenn wir hier drüber traden. Aber wir haben hier ein Fünferfraktal, welches offenbar hier die komplette Preisbewegung ausgelöst hat. Das heißt, ich würde schon gerne sehen, dass wir hier drüber kommen, um dann meine Entries zu suchen. Wir können mal schauen. Okay. Das ist sehr viel Displacement. Wir können mal. So, das wäre jetzt unser Point of Interest. Und zwar Sweep zu Break. Sweep zu Break. Hier ist der Break. Und was haben wir hier? Hier ein Fair Value Gap. Okay? So. Du hast jetzt die Wahl. Möchtest du aus dem Fair Value Gap einsteigen? Möchtest du aus dem Point of Interest einsteigen? Also praktisch hier auf der Höhe vom Point of Interest. Das ist eine Option, um einzusteigen. Ein Fair Value Gap. Oder du schaust hier nach Inverted. Zum Beispiel hier ist ein Mini Inverted Gap, wo du einsteigen kannst. Ja. Oder du steigst an dem Most Extreme Fair Value Gap ein. Das wäre jetzt hier. So lehrt das ICT. Ich bin da überhaupt gar kein Fan von, ja. Einfach aus dem Grund, weil du verpasst so viele Trades, dadurch, dass du halt wartest, dass der hier irgendwann zurückkommt und irgendwann ist die Trade-Idee auch einfach hinfällig und dann kommst du zurück und der stoppt hier aus. Ich würde schon darauf achten, dass ich relativ zeitnah bzw. relativ schnell in meine Entries generiere, ja? Um halt das Beispiel auch zu zeigen, was ich getradet habe, jetzt die letzten Tage und mir angeschaut habe, nehmen wir das Fair Value Gap. Und zwar wollen wir jetzt hier oben einsteigen, ja? Wobei ich jetzt hier sehe, wir haben hier halt den Point of Interest. Ja, dann würde ich vielleicht so eine Kombi wählen aus Fair Value Gap und Point of Interest, einfach damit ich einen besseren Einstieg bekomme, ja? Und das Stop Loss unterm 50% Level des Point of Interest oder unter die Candle hier, die das Fair Value Gap erzeugt hat. 1, 2, 3, das ist das Low der Candle, dann da. Ja? Das ist auch eine
Möglichkeit. Unsere letzte Information war, wir sind bärisch. Wir haben bärisch geschiftet. Hier oben hatten wir ja das 10 Minuten Fair Value Gap. Dieses hier. Und unser Premium und Discount zeigt, okay, wir gehen hier, kommen hier zurück und traden hier weiter, ja? Das heißt, wir suchen jetzt unseren Entry hier und versuchen, dieses Fair Value Gap hier zu nehmen. Okay? So ein 1 zu 2 würde ich jetzt nicht machen, weil es hier oben drüber, wenn wir uns das mal angucken, auf 10 Minuten, könnte es sein, dass wir dort halt sozusagen nicht mehr hinkommen, weil wir hier schon abprallen. Deswegen kannst du sowas hier machen. Bedenke, es ist auch ein Counter-Trend-Trade. Ja, du kannst auch sagen, ey, ich will meinen Stop-Loss knapper setzen, hier so drunter und möchte ein 1 zu 2 haben, einfach um ein fixes Target zu haben. Das können wir gerne auch machen. Ich will dir nur die Möglichkeiten zeigen. So, wir kommen in den Trade. Hier. Und hinten TP. So. Das war jetzt der erste Trade von Montag, den man hätte traden können. Wie gesagt, man kann auch einfach hier dran ansteigen, aber seht ihr, wenn ihr jetzt hier unten zum Beispiel oder hier das Inverse genommen hättet, wärt ihr nicht abgeholt worden. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Ich zum Beispiel ärgere mich darüber sehr, deswegen nehme ich immer im oberen Bereich des Point of Interest meine Entries, weil ich halt einfach mich extrem ärgere und das bei meiner Psyche halt einfach so ist und ich habe es für mich als angenehm entdeckt, einfach ein bisschen schlechter in Anführungsstrichen einzusteigen, dafür aber mitzukommen, ja. So, du hättest natürlich auch dein Stop-Loss hier und das Fair Value Gap packen können. Würde ich aber aufpassen, weil hier ist noch ein Fair Value Gap. Ich würde auf jeden Fall mindestens an dem 50% Level, ja. So. Den Trade können wir jetzt auch erstmal löschen, damit das alles hier auch sauber bleibt. So. Jetzt gehen wir wieder auf 10. Beziehungsweise auf M30. Weil das ist ja unser Hauptaugenmerk für die Market Structure. Und würde ich jetzt sehen, dass diese Candle hier mit dem Kerzenkörper das Fair Value Gap hier, was auf M30 ist, nicht respektiert hätte, wäre ich vorsichtig gewesen und hätte hier keine Shorts mehr gesucht. Aber das tun wir nicht. Wir respektieren das und respektieren auch dieses Fair Value Gap auf M10. Wir shiften zwar hier kurzfristig, aber ich habe mir schon erklärt, übergeordnet ist aussagekräftiger. Das heißt, wir erwarten, dass wir hier drinnen zurückkehren, Liquidität gesweept haben und jetzt von hier aus runter traden. Wir haben dieses High gesweept und dieses High gesweept. Auf dem Weg nach oben. Ja, wir haben also praktisch hier die Leute rausgeholt, die hier weiter short gegangen sind. Okay? So. Was sehen wir jetzt auf M1 nach diesem Sweep? Also das war ja unser erster Trade. Hier wäre ich jetzt sowieso nicht nochmal eingestiegen. Erstens, weil ich hier in dem Long Trade war und mir sicher wäre, dass ich hier oben hinkomme. Zweitens wäre es, wir haben hier das Low, ja, wir brechen, sehen kein Fair Value Gap, sehen gar nichts, sondern direkten Retrace nach oben. Sehen hier wieder was, nicht wirklich ein Schluss unter dieser Kerze, die dieses hoch gemacht hat. Ja, also praktisch, ja, hier, okay, aber mit einer bullischen Kerze. Das ist für mich kein Market Structure Shift. Wir haben diese Liquiditäten hier gesweept. Und was sehen wir noch? Jetzt zeige ich dir das Beispiel mit M3.
Und zwar auf M10 war die Liquidität hier unten. Ja, wir haben hier oben jetzt nichts gesweept. Aber zum Beispiel auf M3 haben wir hier zwei Equals, die extrem als, beziehungsweise ist kein Equal, einen leichten Unterschied, aber hier, diese gesamte Range wird gesweept. Ja, wir sweepen hier auch nochmal mit einer Wick. So, also wir greifen hier wirklich Liquidität ab und kommen hier in die übergeordnete, das übergeordnete Fair Value Gap. Und wir schauen uns jetzt einfach mal auf M1 an. So, wir erwarten jetzt hier einen Market Structure Shift unter diesem Fair Value Gap, weil wir das als Test hier gesehen haben, dass es hält. Und wir erwarten jetzt einen Shift. So, was wäre jetzt hier valide für einen Shift? Das wären diese beiden Lows. Warum? Das Low hat zwar dieses High implementiert, aber wir haben jetzt hier wieder ein Low, was ein Hoch macht, wieder ein Low, was ein höheres Hoch macht. Dieses Hoch schafft es aber nicht, hier drüber zu brechen. Ja? So. Das heißt, es war ein Fail, ein Doji, und wir gehen davon aus, dass es jetzt shiftet. Okay? Also stellt euch immer die Frage für ein Market Structure Shift, welches Tief hat ein Hoch gemacht? Oder welches Hoch hat ein Tief gemacht im Umkehrschluss, wenn du bullisch gehen willst, ja? So. Warum sind das hier keine validen Punkte? Die hier. Erstens, weil wir hier und hier nicht mit Displacement runterkommen. Natürlich kann man das hier auch als Market Structure Shift sehen. Das machen manche ICT-Trader auch. Aber ganz ehrlich, ich würde immer auf Nummer sicher gehen und mir das angucken. Okay, so, wir brechen hier hoch. Hier ist die Reaction. Wir implementieren ein Tief, ein Equal. Gehen hier nochmal hoch. Hier fehlen wir oben drüber. Das heißt, es geht weiter runter. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen hier ein Fair Value Gap auf M1. Okay, wir haben Liquidität abgegriffen. Wir sehen einen Market Structure Shift. Wir sehen ein Fair Value Gap. Wir ziehen unseren Point of Interest vom Hoch des Sweeps bis zum Break. Und du willst am liebsten immer sehen, dass wir uns in diesem Bereich mit unserem Entry befinden. Oder hier unten, Hauptsache halt in diesem Bereich so. Und hier oben würde ich mir meine Stop-Losse setzen. Entweder über solche Fractal Highs, ja, oder wenn du ein ganz großer Schisser bist, hier oben. Ja, das kommt immer auf deine Persönlichkeit drauf an. Ich will dir das auch überhaupt nicht vorgeben. So, wir möchten hier einsteigen. Das Fair Value Gap ist relativ klein. Wir steigen mal hier unten ein. Stop Loss über das letzte Fractal, das hier ist. So. Und jetzt schauen wir. Entweder nehmen wir jetzt wieder ein fixes 1:2, was ich aber nicht machen würde, weil wir sind ja bärisch, wir reagieren hier und ich erwarte, dass wir dieses Tief hier brechen werden. Okay? Dieses hier. Deswegen würde ich mindestens ein 1:3 wählen. So. Du kannst aber auch hingehen, und das hatte ich einmal im Discord kurz erwähnt, es gibt sowas wie einen Premium und Discount im Premium und Discount. Und zwar ist es das letzte Tief, jetzt in dem Fall hier, so vorher war es hier die Range, ja? Und jetzt ist es hier die Range, nach dem gleichen Prinzip, wie auch die große Range gezogen wird, ja? Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier drunter brechen. Das könntest du auch als Target wählen, ja? Oder du bist ganz, ganz mutig und suchst dir hier sowas wie so ein Fair Value Gap, ja? Oder geschweige sowas oder hier sogar so ein Opening Gap.
Das sind aber Sachen, die würde ich so nie im Leben live traden. Dafür habe ich die Geduld nicht und das machen meine Nerven nicht mit und deswegen mache ich so einen Blödsinn auch nicht. Das heißt Blödsinn, das kann immer aufgehen, ja. Das kann auch ein super Trade werden. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund von fixen RR, Fill or Kill und das hat meistens die besten Ergebnisse. So, wir haben einen Stop-Loss von 5,75 Points im Mikro, das sind 23 Ticks, ja. Also super, super geschmeidig. Wir kommen in den Trade. Wir retesten hier auch extrem, wie du siehst, unseren Point of E. Auch ein paar Mal das Fair Value Gap angetestet. Hier hätten wir auch schön 50% vom Fair Value Gap nehmen können, um noch einen besseren Einstieg zu bekommen. Und was sehen wir? Okay, ein TP. So. Hin- und Rückmove. Ja, du musst diese Hin-Moves nicht nehmen. Ja, ich will jetzt einfach nur an der Price Action zeigen, wie ich die Trades nehmen würde. Okay? Also, ganz geschmeidig. Deswegen, du hättest auch hier natürlich das 50% Level nehmen können. Also es ist wirklich dir überlassen, wie du dich wohlfühlst. Möchtest du knappe Stop-Losses mit dem Risiko, dass du mal ausgewickt wirst und dann in den TP gehst? Möchtest du stramme Stop-Losses und dafür kleines Risk-to-Reward wählen, wie 1:2 zum Beispiel? Oder möchtest du so ein Mittelding fahren und sagen, okay, für mich macht das Sinn, das ist ein Swing High. Wenn wir jetzt hier drüber traden, ist die Trade-Idee sowieso für mich hinfällig. Ja? Deswegen nehmen wir hier ein 1:3. So. Und ja, mehr ist das von dem Setup eigentlich gar nicht. Wie gesagt, du kannst natürlich auch alle möglichen Varianten wählen. Du kannst aus dem Point of Ear einsteigen. Du kannst an einem Fair Value Gap einsteigen. Du kannst an einem Inverse Fair Value Gap einsteigen, wenn du einen anderen Entry findest. So zum Beispiel wie hier. So, nach dieser Kerze. Tack, tack und runter. Das kannst du natürlich auch machen. Ich möchte dir hier einfach nur zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt. So. Und hier haben wir das Premium und Discount im Premium und Discount. Und hier oben am besten möchtest du die Shorts suchen. Okay? Gut. Und ja, mehr ist das überhaupt nicht. Wir gehen jetzt weiter. Schauen uns mal an, was passiert. Wie angekündigt, kommen wir hier unten an das Low. Und die Session ist jetzt auch hier beendet. Ich würde jetzt schauen, dass ich bis zur nächsten Session warte. Du kannst aber natürlich hingehen und auch einfach weiter traden oder sagen, ich kann in der Zeit hier nicht. Ja, ich möchte jetzt hier weiter traden zu den Zeiten. Deswegen, ich mache mal jetzt hier die Linien erstmal für die Sessions weg. Das Fair Value Gap hat auch ausgedient erstmal. Der Trade ist ins TP gegangen und den Rest lösche ich auch, damit wir einfach mehr Übersicht haben auch. Und ja, das könnte natürlich jetzt auch ein langes Video werden, wenn ich jetzt einmal durch die komplette Price Action gehe und hier Tape Reading betreibe. Aber ich möchte, dass du die Strategie verstehst und ich möchte, dass du auch so ein kleines Gefühl dafür entwickelst, wie man sowas traden kann. Du hättest jetzt auch natürlich hingehen können, einfach nur um das mal zu verdeutlichen, und hättest ein H1 traden können. Okay? Sowas hier, die Richtung. So. Und, keine Ahnung, zum Beispiel ein M10 Sweep hier. Okay. Oder im 15 hättest du jetzt nichts gehabt. Auf M10 ja. Hier oben. Sweep. Kommen sogar hier rein. Schließen. Das war auch der Trade, den wir jetzt gerade genommen hatten. Schau mal. Wir brechen das Fraktal hier. So.
Somit ist das hier unser Point of Interest. Jetzt kannst du gucken. Siehst du hier ein Fair Value Gap? Nee. Wir sehen jetzt hier ein Inverse, was noch kein Inverse ist. Also hier an so einer Stelle würde ich zum Beispiel dann einfach aus dem Point of E einsteigen und meinen Stop Loss hier drüber packen. Und hier siehst du auch 37 Ticks. Ja, ist schon ein bisschen mehr. Da würde ich dann vielleicht ein 1 zu 2 wählen. Als Beispiel. Oder ein 2,5 oder von mir aus sogar auch hier ein 1 zu 3. Das ist ja gerade ziemlich gut aufgegangen. So, aber je höher du halt in den Zeiteinheiten gehst, umso vorsichtiger wäre ich dann auf jeden Fall mit solchen Mega-Entries beziehungsweise Mega-Strecken. So, wir kommen hier in den Trade und hitten TP. Wer halt sein Repertoire auch noch ein bisschen erhöhen möchte und nicht warten will, bis ich das Video raushaue, der kann sich auch mal Orderblocks anschauen. Orderblocks sind in einer Abwärtsbewegung entgegengesetzte Kerzen, aber das möchte ich jetzt hier in dem heutigen Video nicht machen. Das könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, alleine aneignen, aber es wird auch nächste Woche, denke ich mal, ein Video dazu kommen, wo ihr das perfekt einbauen könnt. Also wie ihr seht, auf M5 hätte es auch geklappt. Auf M3 hätte es an der Stelle hier auch geklappt. Hier sehen wir auch einen Orderblock, den man perfekt als Entry nutzen konnte. Und ja, man hätte auch hier oben den Entry wählen können. So, mit einem knapperen Stop-Loss. Wir brechen hier dieses Fraktal, haben jetzt hier ein Fair Value Gap, wo du jetzt nicht abgeholt worden wärst. Hättest du den Point of E genommen, dann ja. Also wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, immer den Point of E nehmen oder ein Fair Value Gap, was nah am Point of E ist. Das ist komplett dir überlassen. Manche mögen Fair Value Gap Entries nicht, manche lieben sie, manche möchten lieber Inverse Fair Value Gaps traden. Sowas wie hier hätte auch gut geklappt. Erst ein bisschen später reingekommen. Zum Beispiel hier schließen wir hier drunter und nehmen das als Retest, um dann wieder runterzugehen. So, also der Markt ist fraktal und was du als Entry nimmst und wie du deine Sweeps bestimmst und alles, das ist natürlich dir überlassen. Ich möchte dir da auch keine Vorgaben machen und ich möchte dir auch nicht sagen, ey, das ist so zu machen, das ist so zu machen. Ich möchte auch ein bisschen die Community beleben, dass ihr eure Köpfe ein bisschen einschaltet und auch selber in den Chart geht. Weil nur so wird man wirklich erfolgreich im Trading und lernt das Trading auch. So, ich halte jetzt meine Klappe und wir gehen weiter durch den Chart. Wir sind jetzt wieder auf dem 30-Minuten-Timeframe beziehungsweise auf der 30-Minuten-Timeframe. Passen unsere Range an, vom High bis zum aktuellen Low. So, gehen auf den 10-Minuten-Timeframe. Und was sehen wir? Hier ein Sweep und auch hier ein Sweep. So, nach der Session. Hier beim ersten Sweep hätten wir hier den Break gehabt und einen Loss kassiert. Deswegen wäre ich auch immer vorsichtig mit dem zu sagen, jo, ich trade jetzt wirklich jedes Setup zu jeder beliebigen Zeit. Ich würde wirklich auswählen und schauen. So. Und zu dem Zeitpunkt war unsere Premium und Discount natürlich nur bis hier. Ist aber ein Loss und haken wir jetzt einfach mal ab. Ja. So. Wir gehen weiter. Wie gesagt, das, was hier ist, ist Overtrading. So würde ich niemals live traden. So, wir greifen jetzt hier weiter Liquidität ab. Und sind jetzt, müssen wir auch anpassen bis hier, und sind jetzt im Discount. So. Und wir könnten jetzt natürlich auch einfach weiter nach Setups schauen. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen einfach mal durch den kompletten Tag und versuchen alle Setups zu erwischen und ich erkläre euch mal meine Gedankengänge. So. Dadurch, dass wir jetzt in London relativ bärisch unterwegs waren, und jetzt der Lunch kommt, und zwar um 12.
müssen die ganzen Händler, also die großen Händler, ihre Verkaufsorders wieder zurückkaufen. Das heißt, wir erwarten jetzt meistens eine Trendumkehr. Ja, das ist so das Erste, was man sich merken kann. London macht nämlich sehr oft entweder das Hoch oder das Tief des Tages. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind, können wir auf jeden Fall erwarten nach starken Verkäufen, dass wir hier jetzt, also dass die Marktteilnehmer jetzt die Position zurückkaufen, die Banken bzw. die großen Marktteilnehmer, damit sie in den Lunch gehen, weil die halten die Position nicht über Lunch. Ja? Und hier können wir jetzt schauen nach einem Liquiditätsabgriff, den hier auf M10, also wir haben ja unsere M30-Range, nochmal um das hier zu verdeutlichen, M30-Range, ne? Und M10 haben wir hier jetzt die Liquidität abgegriffen, hier hätten wir einen Loss kassiert an der Stelle und wir schauen mal, was sich jetzt so ergibt. Und wir sehen jetzt hier unseren, also unser Fraktal für den Market Structure Shift. Und hier zum Beispiel, warum war das in dem Trade, den wir vorhin genommen hatten? Das war ja der 9 Uhr Trade, der Long, hier hoch zu dem ersten Fair Value Gap, also unser erster Trade. Warum war hier dieses Fraktal relevant? Wenn man jetzt auf auf die Dreierfraktale geht, hätte man hier auch ein Fraktal gehabt, hatte ich ja vorhin gesagt. Dieses Fraktal hat aber kein, also dieses Hoch hat dieses Tief nicht gemacht, weil hier zwischen keine weiteren Tiefs waren. Okay? Also wir haben hier eine smooth Bewegung. Hätten wir jetzt hier ein Fraktal gehabt, Pullback hoch, Fraktal und dann wieder Fraktal, wäre das ein Liquidity, also ein Punkt, wo man eine Market Structure Shift erwartet hätte. Und in dem Beispiel ist es, wir haben ein Tief, hier ein Tief, jetzt haben wir wieder ein Hoch, ja, ein Hoch und wieder ein Tief, welches wieder ein Hoch macht. Okay? Somit ist das hier für uns ein relevanter Punkt, weil hier ein Tief gemacht wurde auf 5er Fraktal Settings. Ja, auf 3er Fraktal Settings hättest du hier jetzt auch einen Punkt gehabt. Wenn ich jetzt anmache, hier, hätte ich aber nicht gewertet, ja. Ich würde mich da immer drauf orientieren, von wo kommen wir, was haben wir gemacht und wo haben wir jetzt, welche Hochs haben Tiefs gemacht und welche Tiefs haben Hochs gemacht. Und in dem Fall ist es hier unser valider Market Structure Shift. So, wir traden jetzt hier drüber mit dieser Kerze. Und das erste, was ich hier sehe, ist hier schon mal ein Value Gap Schrägstrich Volumen Imbalance. Also hier oben ist die Volumen Imbalance, aber insgesamt ein Gap. Jetzt haben wir hier wieder unseren Point of Interest. Ich denke, das hast du mittlerweile verstanden, wie der sich definiert. Und wir sehen auch, wir sind mit dem Gap genau am 50% Level. Hier wäre mein Einstieg. Mein Stop Loss wäre hier unten. So. Oder so von mir aus auch, ja. Und weil wir ja noch bärisch sind von der Struktur, aber jetzt ein Pullback erwarten, weil die Leute ja ihre Position zurückkaufen, würde ich trotzdem nur ein 1:2 nehmen. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Du kannst auch immer ein 1:2 nehmen, ja, bei Counter und bei Pro-Trend. Man muss halt gucken, was für dich profitabler ist oder was für deine Psyche gut ist. Je länger die Strecke, umso mehr potenzielles Rumgewicke oder ja, je länger muss halt die Position halten. So, wir können auch mal gucken auf M10. Passt das sogar mit der Struktur? Wir würden praktisch dieses Hoch hier anvisieren. Ja, du kannst natürlich auch dieses Hoch hier anvisieren, nachdem du siehst, dass wir hier drüber mit einem Market Structure Break Market Structure Shift, Entschuldigung, drüber traden würden. Ja, dann würdest du deine Position halt erstmal so lassen und je nachdem, was hier passiert, entweder schließen oder weiter halten. Das kannst du auch machen. Ich würde aber, wie gesagt, immer ein festes RR-Verhältnis nehmen, weil es das mechanischer macht. Ja, so, wir nehmen jetzt hier ein 1:2,
weil wir sind ja noch bärisch übergeordnet erstmal und wir kommen in den Trade rein und hitten TP. So, jetzt können wir mal weiterschauen, was passiert. Das können wir jetzt auch mal hier wegmachen. So praktisch hätten wir Winner, Winner, Loser, wieder ein Winner. Wenn du das jetzt wirklich so getradet hättest, dass du jedes erdenkliche Setup nimmst, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und wir schauen mal weiter. So, wir haben ja jetzt hier theoretisch auch einen Shift. Ja? Also beziehungsweise einen Sweep. Weil wir sind ja noch bärisch. Jetzt will ich aber aufpassen. Weil wir uns erstens am 50% Level richtig stark bewegen. Und zweitens, weil ich gesagt habe, nach starken Verkäufen müssen die Positionen zurückgekauft werden. Und wir haben jetzt hier auf M10 das erste Anzeichen für einen Shift. Ja? Auf M30 noch nicht. Auf M30 wäre hier das erste Anzeichen für einen Shift. Und hier wäre der Shift bestätigt, dass wir wieder bullish sind. Deswegen wäre ich jetzt hier vorsichtig mit Shorts. Es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum. Und zwar haben wir hier ein Fair Value Gap, welches nicht respektiert wurde und somit ein Inverse Fair Value Gap wurde. Und diese Candle hat dieses Inverse angetriggert und Struktur gebrochen. Das bedeutet für mich, okay, es werden bullische Sachen respektiert und bärische disrespected. Ja, also man muss so ein bisschen darauf achten und auch ein Gefühl dafür bekommen. Und an der Stelle würde ich jetzt schauen. Okay, wir nehmen hier Liquidität, können jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen, was für uns interessant ist. Nein, wir nehmen hier weiter Liquidität. Und sehen noch nichts Interessantes. Wir brechen jetzt auch, beziehungsweise wir machen hier ein Gap, brechen hier aber nicht drüber, sondern weaken. Ja? Und auf M30 hatten wir hier oben das Fair Value Gap. Ja? Was schon mal respektiert wurde. So, jetzt kann man davon ausgehen. Der Stelle. Hier. Weil die, so. Wir respektieren. Und jetzt kann man an der Stelle davon ausgehen, dass wir kurzfristig, ja, einen bärischen Short nehmen könnten. Hier würde ich aber aufpassen. Ich würde jetzt hier keine 1:3 Aktion mehr fahren, sondern höchstens hierhin traden zu dem Inverse, was schon mal gehalten hat. Ja? So. Wir ziehen unseren Point of Interest. Wir sehen hier auch nichts an Gaps, müssten sowieso hier sowas machen und so einsteigen. Stop-Loss hier drüber und höchstens das Gap hier. Ja, lieber ein 1:2 auf Nummer sicher gehen, weil wir sind jetzt gerade auch in einem 10 Minuten Fair Value Gap. Das wurde zwar respektiert, beziehungsweise schauen einfach mal. So, wir kommen in den Trade und hitten hier den TP. Wir hätten auch das Inverse nehmen können. Weiter würde ich aber nicht gehen. Ja, du siehst auch sofort die Reaktion und einen brutalen Aufwärtstrend. Ja. Und spätestens hier wäre jetzt für mich eine Phase, wo ich sagen würde, okay, ich suche jetzt keine Shorts. Ja, beziehungsweise, wenn dann nur 1:2 Shorts, bis ich nicht irgendwie eine neue Information sehe. Beziehungsweise, bis ich sehe, was hier an den Hochs passiert. So, und wir sehen hier auch, dass dieses Fraktal jetzt gebrochen wurde mit einer richtig starken Displacement-Kerze. Das heißt, wir haben jetzt hier schon einen Shift und jetzt auch hier einen Shift. Jetzt wäre ich, wie gesagt,
vorsichtig. Okay. Wir nehmen uns hier jetzt nochmal Liquidität. Wir können jetzt hingehen und sagen, okay, wir möchten jetzt trotzdem shorten, weil wir sind ja im Discount und gerade konnten wir auch einen schönen Pullback nehmen. Deswegen können wir mal schauen, ob wir was sehen. So, wir interagieren jetzt auch mit der Range. Und sweepen auch diesen Punkt hier. Das war jetzt hier im 30 Range. Auf M10 hatten wir ja auch den Sweep an der Stelle hier. So, jetzt könnte man hier seinen Short Entry suchen. Point of Interest nach dieser Kerze hier, ja? So. Weil wir haben ja Liquidität gesweept, wir sind im Premium und wir könnten jetzt einen Trade absetzen. Entweder hier an dem Fair Value Gap oder am Point of Interest. Wir nehmen einfach mal das Fair Value Gap hier und ich zeichne das auch direkt mal ein. So. Und targetieren dann 1 zu 2. Wir werden auch nicht abgeholt. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Wenn die Trade-Idee schon gefüllt wird, also wenn dein TP schon erreicht wird, bevor du nicht abgeholt wurdest, würde ich die Order löschen. Ja. Hier hättest du jetzt natürlich sagen können, okay, ich erwarte nicht so große Pullbacks. Ich setze meinen Stop-Loss ein bisschen enger, wobei das schon echt knapp ist. So würde ich das niemals live traden. Nimm hier mein Entry und nimm ein 1 zu 2. So einen schnellen Scalp hätte man machen können. Weiß man im Nachhinein dann, ja, ob man das so getradet hätte. Wie gesagt, ich würde mit Shorts jetzt aufpassen und ich würde auch nicht sowas live traden. Ja, also hier jetzt jedes Setup nehmen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und wie ich gerade schon sagte, haben wir hier die Struktur gebrochen. Das heißt, wir sind jetzt erstmal bullish. Ich würde jetzt aufpassen, wie gesagt, 1 zu 2 höchstens. Und auch jetzt um die Zeit ist meistens News. Also ich würde mir überhaupt nicht so eine Session suchen zwischen 14 und 14.30. Vor allem hier dieser Bereich, vor allem vor News, ist halt mega, mega blöd. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, so ab 13.30 bis 15.40 würde ich keine Trades suchen. Kannst du aber machen, wenn du ein Asset hast, was jetzt nicht so auf News reagiert, wobei alle Assets eigentlich auf News reagieren. Ja? So. Deswegen, wir suchen jetzt hier keine weiteren Trades mehr, sondern warten, bis New York Opening ist. New York Opening ist um 15.30 Uhr. Ich habe jetzt auch extra die Range nicht nachgezogen auf M30, weil ich weiß, dass jetzt hier Vola reinkommt und dann können wir uns hier jetzt die Range einzeichnen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema 15.30 Uhr. Das ist nochmal an. So, um 15.30 Uhr ist das New York Opening und da ist der Markt am volatilsten. Wir sweepen hier auch ganz viel Liquidität, ja. Auf M30 sweepen wir hier auch Liquidität. Wir sind aber nicht bullish. Warum sind wir nicht bullish? Wir hatten hier eine kurzfristige Bestätigung, ja. Aber wir failen hier über das High mehrmals. Ja, wir failen auch mit dem Opening über das High. Ja, und wenn wir mal ein bisschen zurückgucken, haben wir hier schon eine starke Kumulationszone und hatten auch einen starken Abverkauf da von dieser Kumulationszone aus. Die Kumulationszone ist halt, wo der Markt einfach nicht weiß, ob long oder short, ja. Und hier sind viele, viele, viele Orders. Ganz viele Orders. Und hier würde ich wirklich dann aufpassen. Deswegen, wir failen hier, ja. Das ist für mich jetzt, wir sind nicht bullish, wir sind weiterhin bärisch. Und jetzt zum Thema 15.30. Wir sweepen hier und könnten jetzt, würde ich dir niemals raten, aber könnten jetzt auf M1 nach diesen Sweeps
hier unseren Shift suchen und ein Entry versuchen zu generieren. Wie du aber siehst, ist die Vola hier extrem. Du wärst hier nicht abgeholt worden und mit einer Market Order wärst du wahrscheinlich so grottenschlecht ausgeführt worden. Deswegen, ich würde da einfach fernbleiben. Trade das einfach nicht. Wenn du meinst, ja, okay, dann mach es, aber ich würde es nicht machen. Auf 30 Sekunden könntest du es vielleicht mal versuchen. Ja, aber das würde ich dir auch niemals raten am Anfang. So, jetzt haben wir aber auch hier mit dieser Wick Liquidität gesweept. Ja, hier an der Stelle. Und da wir weiterhin bärisch sind, weil wir hier gefailt haben mehrmals über das Hoch zu kommen, sondern nur gewickt haben, auch mit der auf der 10er Struktur, auf der M10 Struktur, sowie auf der M30 Struktur, gehe ich weiter davon aus, wir sind bärisch, weil das meine letzte Information war. Okay? Und wir auch hier einen starken Pullback gesehen haben, nach unten, beziehungsweise einen starken Abwärtstrend. Und wir sehen auch hier als nächste Bestätigung, dass wir jetzt vielleicht einen Long Trade hier suchen können, ein 1:2er, ist das Opening Gap, was respektiert wurde. Beziehungsweise es wurde zwar gefüllt, aber wir schließen zurück in die Range. So, wir sweepen hier M10 und wir sweepen auch M30 Liquidität. Ja, so, und auf M1 suchen wir jetzt nach einem Shift. Dieser Shift passiert hier. So. Und wir haben hier unser Fair Value Gap. Und wir haben hier unseren Point of Interest. Okay. Das heißt, wir können hier unseren Trade absetzen. Hier so einen Stop-Loss würde ich nicht setzen. 37 Punkte, 150 Ticks würde ich nicht machen. Also du kannst dich gerne an Fraktalen orientieren, die nah am 50% Level des POI sind, um so deine Stop-Losse zu setzen. Oder halt am POI, hier am 50% Level. So, was kann man jetzt hier targetieren? Wir können uns das mal anschauen. Wir sehen hier 10 Minuten Fair Value Gap. Das könnte ein potenzielles Target sein und ein 1:2 Richtung Fair Value Gap traden. So. Kannst es auch versuchen zu füllen, würde ich aber nicht riskieren. Ich würde einfach ganz fix 1:2 nehmen. So. Wir kommen in den Trade und wir hitten TP. In circa 8 Minuten. Ja. Ein sehr schöner Trade. So, was können wir jetzt noch machen? Wir sehen, wir kommen hier in das Fair Value Gap rein. Ich mache das hier mal weg, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Der Trade ist ja schon abgeschlossen. War ein TP. Und wir kommen jetzt hier in das Fair Value Gap rein. Und wir sind ja noch bärisch, haben wir ja gesagt. Na? Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieses Fair Value Gap jetzt hier weiter respektiert wird. Das ist das erste Anzeichen dafür. So, auf M10 wäre aber die nächste Liquidität hier oben. Ja, weil die Range so groß ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal gucken, ob ich irgendwas Interessantes auf M5 oder auf M3 sehe an Liquidity Sweeps. Ja, wir kommen hier weiter in das Gap. Und gucken mal auf M1. Sehen auf M1 hier sowas. Hier würde ich jetzt auch aufpassen. Wir sind am 50% Level. Hier siehst du auch, wie wir daran kumulieren. Ich würde nicht hier, weil hier ist ja auch unser POI, ich würde nicht hier jetzt einen Trade absetzen. Okay? Also ich will schon eine vernünftige Information haben. Und was wir hier sehen, ist, dass wir auf M10 immer noch das Gap respektiert haben. Ja? Auf M5 sehen wir auch noch keine Sweeps. Beziehungsweise sehen wir hier einen 3er Fraktal Sweep. Auf M3 wäre es aber ein 5er Fraktal Sweep. Also wenn du keine M10 oder M5 Setups findest, kannst du natürlich auch auf M3 gehen und das suchen. Diese Liquidity Sweeps sind aber halt nicht so aussagekräftig, dass ich einfach sagen würde, ich nehme jetzt einen M3 Sweep und trade jeden. In Kombination aber mit zum Beispiel diesem M10 Fair Value Gap, was gehalten hat,
und mit dem M3 Fair Value Gap, was hier schon einmal hält und hier nochmal hält und eine Retrace Candle verursacht, ja, könnte man sagen, dass man jetzt hier nach einem potenziellen Short Setup sucht. Und dieses Short Setup, okay, jetzt haben wir eins, haben wir jetzt hier. Ja, so. Ich kann auch nochmal auf dieses Short Setup hier eingehen, warum wir das nicht genommen haben. Und zwar dieses Tief oder dieses Tief hier wird nicht richtig gebrochen. Ja, das wird hier mit einer Wick kommen hier zurück, schließen hier drunter. Weiß ich nicht. Würde ich so, das ist für mich kein Displacement, ja. Das ist für mich eine Ablehnung. Und hier, keine Ahnung. Also wir kommen ja auch sofort wieder hier in die Range zurück. Klar haben wir jetzt hier ein Fair Value Gap, ja. Und hätten auch diesen Trade nehmen können. Wenn du das für dich wertest als Loss. Aber ich würde, wie gesagt, hier aufpassen. Weil wir am 50% Level sind. Und nicht wirklich was sehen. Hier sehen wir wirklich eine Bewegung. Hier sehen wir auch eine schöne Candle, die hier reinschließt. Ja. Und hier könnten wir jetzt sagen, wir möchten hier unseren Entry suchen. Im oberen Teil. Natürlich des 50%, im oberen Teil über dem 50% Level. Und da könntest du jetzt sagen, okay, ich erwarte hier ein Inverse oder ich möchte am POI einsteigen, macht hier keinen Sinn, sind wir zu weit in der Range. Du hast hier auch einen Orderblock, du hast hier einen Reverse, Inverse Fair Value Gap. Also da könntest du jetzt den Entry natürlich auch so wählen. Würde ich aber, wie gesagt, nicht unbedingt machen. Und mit 1 zu 3, so vielleicht, könnte man das hier traden. Und das hätte, weiß ich jetzt nicht, ob das klappt, aber hätte jetzt in dem Fall geklappt. Ja, hier hättest du so einen Trade absetzen können. Hier wäre ich vorsichtig gewesen. Warum wäre ich hier vorsichtig gewesen? Wir haben hier wirklich zwar eine Displacement Candle, die auch ein Fair Value Gap hinterlässt. Aber wie gesagt, wir traden hier nicht drunter. Wir traden hier nur so mit so einer ganz kleinen Candle drunter, die diese Wick hier nicht bricht. Ja, so nicht hier drunter ist. Deswegen würde ich aufpassen. Hier haben wir zwar auch eine Wick, aber die zweite Kerze schließt da drunter und geht auch unter diese Wick. Hier sehen wir eine Ablehnung, einen Respekt von einem Fair Value Gap. Hier. So, direkt und zurück in die Range, ja. Und hier sehen wir, also hier haben wir keine Fair Value Gaps und hier respektieren wir auch Fair Value Gaps. Und hier in dieser Bewegung, das Inverse wird nicht respektiert, hier wird nicht ein Inverse respektiert. Hier wird zwar respektiert an der Stelle, aber da würde ich jetzt nicht so einen riesen Wert drauf legen an der Stelle, weil wir sehen aus der vorherigen Bewegung, respektieren wir nicht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir ab hier ein Pullback kriegen und dann runter traden. Ja, so. Aber wie gesagt, ich nehme 1 bis 2 Setups maximal am Tag. Ich würde keine 40 Setups am Tag traden. Ja, du kannst, wenn du wirklich nichts findest oder sowas hier siehst, ja, dann kannst du auch für dich entscheiden. Das zeige ich dir jetzt auch nochmal, dass du ein Premium und Discount siehst. Und zwar auf M10. So. Und dieses Premium und Discount auf M10 wäre dann praktisch dieses hier von dem Tief, also wie bei dem anderen auch. Ja? So. Könnte man das machen. Praktisch von hier bis hier. Und da halt schauen, ob wir uns hier in dem Bereich befinden. Und das tun wir. Ja, das könntest, also hier, das könntest du auch machen. Will ich dich jetzt aber nicht weiter mit forcieren. Ich wollte dir nur zeigen, die Setups sind da. Und wir können auch gerne jetzt nochmal hier weiterschauen und weitere Setups suchen. Wie zum Beispiel jetzt hier. Würde ich so auch nicht nehmen, auch nicht traden. Hättest du auch ein Setup nehmen können, nachdem du 10 Minuten
Sweeps gesehen hast. Wir nehmen jetzt aber nicht jeden Trade. So, was wir vielleicht nehmen möchten, ist hier um 20 Uhr bzw. ab 19:30. So, wir sehen hier den Sweep. Und hier auch. So. Und auf M1 sehen wir einen Shift. Hier. So. Wir können jetzt hier wieder unseren POI ziehen und sagen, okay, wir möchten jetzt hier am Fair Value Gap einsteigen. Oder wenn man so ein Schisser ist wie ich, einfach am POI. Wir können jetzt, weil wir auch sehr oft das Fair Value Gap genommen haben, können wir das mal nehmen. Hier unseren Stop Loss. Das Hoch. Und ein 1:3 wählen. Ja. Wir wurden hier auch nicht abgeholt an der Stelle. Ja. Deswegen wäre mit dem Fair Value Gap jetzt die Trade-Idee für mich hinfällig. Hätte man aber gesagt, nimmt hier den POI, wie wir das jetzt auch ein paar Mal schon gesehen haben, und setzt sein Stop-Loss hier drüber. So von mir aus hätte man hier locker ein 1:3 sich schnappen können. Ja? So. Das zu den Sessions. Man kann natürlich jetzt auch noch weitergehen. Wir können das Spielchen jetzt die ganze Zeit so fortführen. Ja? Okay, wir sweepen jetzt hier. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir in der Abend-Session, nachdem wir gesweept haben, hier was sehen. Wir shiften hier die Struktur und bärisch sind, ich gesagt, okay, sucht man hier entweder am Fair Value Gap sein Entry oder am POI und ein 1:2. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ein Fractal da ist und da könnte man jetzt einsteigen oder halt wieder am Fair Value Gap und sagen, okay, ich möchte, dass wir hierhin zurückkommen und Stop Loss hier drunter oder so von mir aus oder am Inverse und ein 1:2. Und wie gesagt, wenn wir 1:2 erreichen, so wie hier jetzt, ja, wäre die Trade-Idee für mich hinfällig. Würde ich jetzt schon nichts mehr nehmen. Und ja, auch wenn du jetzt hier dein Stop-Loss drunter gesetzt hättest, hättest du hier wahrscheinlich ein 1:2 mitnehmen können. Bei dem Fair Value Gap Entry auf jeden Fall auch. Aber die Trade-Idee wäre für uns hinfällig geworden, weil wir schon den TP erreicht haben, bevor wir einen Entry bekommen haben. Du kannst natürlich auch eine Market Order ausführen und einfach long gehen. Das geht auch. Aber wirst schlecht ausgeführt und kaufst zum teuersten oder verkaufst zum schlechtesten Preis. So, das einmal zu der Session. Ja, wir können uns auch die Candle hier nochmal angucken. So, ab 9 Uhr wäre ich sowieso vorsichtig, es sei denn, wir sehen hier ein schönes Setup und ich würde jetzt hier, wir haben hier respektiert das Fair Value Gap am 50% Level und kriegen einen starken Abverkauf. Würde ich jetzt so nicht traden. Ja, also hätte man natürlich auch, wenn man sagt, man traut sich das zu, hätte man jetzt sagen können, okay, wir sweepen hier Liquidität und kann jetzt versuchen, hier auf M1 noch ein Entry zu bekommen, sind zwar im Disk, also würde ich so nicht nehmen. Ja, ich will nur zeigen, es sind Setups da und mit ein bisschen Übung und ein bisschen System kannst du hier echt schöne Trades absetzen. So, das für den Montag. Wir schauen uns jetzt auch direkt mal den Dienstag an. So, wir kommen jetzt in den Dienstag und ja, das war hier unsere letzte Info vom Vortag hier. Das heißt, unsere Range ist gerade diese hier. Ja. Und wir sind immer noch bärisch, meiner Meinung nach. Obwohl das hier eine Konsolidierung ist. Wir hatten hier aber auch schon eine in dem gleichen Preisbereich. Und hatten dann einen starken Abverkauf. Plus hatten wir die letzte Information, hier waren wirklich die Extreme gebrochen worden. Das ist für mich jetzt erstmal kurzfristig. Ja?
So, und also kurzfristig bärisch. Jetzt kommen wir hier in London rein um 9 Uhr. Können uns auch mal hier die Liquidität anschauen. Wir sweepen hier auch schon vor der Session Liquidität. An der Stelle hier. Ja, ich würde aber mit meinen Entries und den Sweeps immer bis zum Opening abwarten. Ja, wir haben jetzt hier das Opening, 9 Uhr. Schauen mal, was so passiert. Okay, wir brechen hier Struktur nach diesem Sweep. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, ich würde hier aufpassen. Ich würde mir lieber dann noch einen Liquiditätsabgriff hier wünschen oder auf einer kleineren Zeiteinheit. Ja, so wie zum Beispiel so das hier als Liquidität und das hier. So, wir gehen weiter auf M1 und wir schauen uns das Ganze mal an. So, man hätte hier sowieso erstmal keinen Entry gefunden, außer man hätte gesagt, okay, ich steige einfach um 9 Uhr irgendwie ein. Hauptsache, ich kriege den Trade hier noch. Also man hätte jetzt hier einsteigen können, aber das wäre halt gegen unser komplettes System. Wir können klar Liquiditätsabgriff, wir haben hier den Market Structure Shift, ja, Pullback, wieder eine Bewegung nach unten, 9 Uhr. Wir testen hier das Fair Value Gap an am 50% Level. Hätte man hier den Trade nehmen können, Stop Loss über diese Hochs hier, weil wir ja hier relativ nah sind, oder von mir aus auch hier oben dran und dann ein 1:3. Hätte ich so aber niemals genommen, weil ich möchte den Sweep immer sehen. Also ich möchte sehen, dass ein Sweep kommt und dann der Break und nicht vor der Session. Das ist einfach meine Meinung. Deswegen werden wir, das habe ich auch so getestet. Deswegen gehen wir das Ganze auch so an. So. Die Trade-Idee wäre hier auf jeden Fall aufgegangen, auch mit einem 1:3. Ich kann es gerne nochmal, ich will euch nicht einschränken. Ich mache das jetzt hier nochmal, damit ihr das nachvollziehen könnt. Okay? So. Wie gesagt, ich will euch überhaupt nicht einschränken. Wir sweepen hier Liquidität schon vor der Session. An der Stelle. So, sehen auf M1 hier unseren Shift. Okay. So, das heißt, hier ist unser Point of Interest vom Sweep bis zum Shift. So an der Stelle. Wir sehen hier ein Fair Value Gap drin. Oder wir steigen einfach hier ein an der Stelle. Wir handhaben es jetzt einfach mal mit dem Fair Value Gap weiter, weil wir das ja auch so am Montag hauptsächlich gemacht haben. Stop Loss, ja, ich würde jetzt hier nicht so mein Stop Loss setzen. Ja, 2.8 Ticks, das ist zu wenig. Mindestens hier über das Fraktal, eher hier oben. Ja, bei so einem Entry hier hätte ich dann gesagt, okay, vielleicht noch hier. Wobei, hier ist mir einfach zu knapp. Also 6 sollten es auf jeden Fall sein. 6 sollten wir es mindestens nehmen. In der Morgensession, ja. Hier genau dasselbe. Egal. Wir gehen jetzt einfach mal hiervon aus, ja. Nehmen ein 1:3. Wir sind ja übergeordnet bärisch. So. Und können einfach mal schauen, was passiert. Wir kommen hier in den Trade rein und hitten den TP. So. Auch hier, der Stop-Loss hätte geklappt. Knapper, aber lieber ein bisschen mehr Luft. Wenn dir das zu viel ist hier, 6, kannst auch hier hingehen oder auch einfach hier hingehen. Oder wenn du bist ganz mutig, dann auch so. Ja, so, wie gesagt, ich will euch nicht einschränken. Vor 9 Uhr hätte man das Setup auch nehmen können, wobei ich gesagt hätte, lieber dann auf 9 Uhr warten und das Setup dann irgendwie hier so nehmen. Ja, an der Stelle am Fair Value Gap, dann haben wir auch um 9 Uhr den Entry. Stop Loss hier drüber. So hätte man das traden können. Ja, was ich viel lieber sehe, sind Abgriffe in der Session. Wir können mal gucken.
So, hier greifen wir noch keine Liquidität ab. Ich will mal hier auf M1 gucken, weil hier hatten wir unseren Entry. Ja, von hier aus sind wir bärisch gegangen. Jetzt könnte man halt auch, weil man auf M10 nichts findet, könnte man auf M5 oder M3 schauen und sagen, okay, wir sweepen hier M3 5er Fraktale. So, das sind hier Equals und sweepen. Hier, ja, kann man sich anschauen, weil das sind auf M3 halt perfekte Liquidity Pools und von hier aus sind wir schon mal short gegangen. Ja, das heißt, hier haben viele ihre Order gesetzt und wer sich ein bisschen mit Volumen auskennt, der Preis kommt immer dahin, wo Volumen ist, beziehungsweise wo Orders sind und wir sweepen hier praktisch dann auch die Leute raus, die hier short gegangen sind mit der Wick und von hier aus könnten wir uns jetzt nochmal orientieren. Und wir sehen von Sweep zu Break hier einen potenziellen Entry. Wir haben hier ein Fair Value Gap. Und wir könnten jetzt hier oder hier einsteigen. Stop Loss hier oben drüber. So, ja. Und wieder ein 1 zu 3 targetieren. Das ist ein bisschen so das Verständnis vom Markt. Okay. Wir können mal gucken. Wir kommen in den Trade rein und hitten wieder TP. Ja, hier hättest du zwei geile Gelegenheiten gehabt, aber wie gesagt, ich würde mich nicht nur einfach hier auf ein Dreier-Fraktal-Sweep fokussieren. Ich würde halt auch schon schauen, was noch mehr hier ist, ja? Also was man hier noch so sehen kann. Und wir sehen hier ein Fair Value Gap, ja, was gehalten hat. Einmal und ein zweites Mal. Ja, das habe ich dir gerade noch nicht gezeigt. Aber das ist das gleiche Prinzip wie gestern. Okay, also du solltest die Dreier-Fraktal-Sweeps dir definitiv mit einer Kombination von einer höheren Timeframe anschauen, dass da irgendwie ein Value Gap ist, welches praktisch, an dem der Preis praktisch reagiert oder schon mal reagiert hat. Du könntest natürlich auch hingehen, das ist jetzt ein bisschen advanced, haben wir hier einen Order-Block. Wenn du die Orderblocks anschauen möchtest und kannst halt gucken, okay, da könnte ein potenzieller Entry sein oder hier oben war ein Orderblock, an dem wir schon mal reagiert hatten. Ja, also auf jeden Fall durch diese Abwärtsbewegung kann man jetzt erwarten, dass hier nochmal eine Abwärtsbewegung kommt. So, wir gehen weiter im Kontext. Sind jetzt hier auch aus der Session raus. Und wir wollen jetzt mal in New York schauen. Jetzt kommen erstmal News. Diese News sind auch mega bärisch für den Markt ausgefallen. Wir interagieren auch hier mit dem Low. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch die Range einmal anpassen. Wir löschen die Orders von heute Morgen mal und wir passen die Range an. Und die Range ist hier. Ja, das ist unsere Range. Und wie du siehst, auch das Gap, wo wir vorher immer reagiert haben, wird jetzt hier durchbrochen durch die News. Was sehen wir noch auf M30? Wir sehen hier einen Strukturbruch. Ja, also hier und hier und hier. Das ist für mich schon ein Anzeichen dafür, dass wir jetzt weiter bärisch sind und wir disrespekten auch hier das Fair Value Gap. Und ja. Hier wollen wir aber nicht traden, sondern im Opening. So, das Opening ist hier. Und wir sweepen jetzt auch hier die Liquidität und können mal auf M1 schauen, ob wir was Interessantes hier finden. Wir finden was Interessantes und zwar einen Market Structure Shift, der hier passiert ist. Wir können hier unseren Point of Interest ziehen. Wir sehen jetzt hier keine Fair Value Gaps. Wir sehen hier höchstens ein Inverse, was unseren Einstieg verbessern könnte. Wir können versuchen, hier einzusteigen, können aber auch vom POI einsteigen. So. So. Oder. Und hier würde ich den Stop-Loss jetzt nicht mehr so knapp setzen, ja? Also hier würde ich wirklich aufpassen. 15, 16 Punkte auf jeden Fall. 1 zu 3.
am Fair Value Gap. Wir kommen in den Trade und hitten TP. Hätten wir hier unseren Entry genommen, wären wir wahrscheinlich hier ausgestoppt worden mit so einem knappen knappen Stop-Loss. Und hier oben hätte man mit einem bisschen weiteren Stop-Loss vielleicht den Trade auch 1:3 catchen können. So zum Beispiel hätte man schauen können, nochmal ein Retest und Abflug. So, die Idee wäre auch aufgegangen in dem Falle. So, ja. Und ja, das wäre dann der Nachmittagstrade. Und hier hätten wir auch mal schauen können, ob wir einen Long erwischt haben. Also einfach, um dir zu zeigen, okay, es gibt auch Countertrend-Möglichkeiten, haben wir nicht gesehen. Einen schönen Sweep, wir hätten auch auf M5 mal schauen können, da hätten wir einen gehabt. Hier, aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht meinen Fokus drauf legen, einfach nur um Setup zu finden, ja. Dann haben wir hier den Break an der Stelle. Haben keine Fair Value Gaps, haben hier nur das Inverse, hätten hier unseren POI ziehen können, hätten hier das Inverse nehmen, Entschuldigung, hier das Inverse zum Beispiel nehmen können, was perfekt auch mit dem POI im Einklang ist und am POI einsteigen können. So, Stop Loss hierhin, zum Beispiel unter das letzte Fraktal oder ein bisschen knapper und 1:2 hättest du hier auch mitnehmen können. Ja, in dem Countertrend. So. Nur zur Veranschaulichung. Ich möchte dir, wie gesagt, alle Möglichkeiten zeigen und dir zeigen, was du halt alles so traden kannst. Dadurch, dass wir halt die News hatten und stark bärisch sind, würde ich jetzt auch aufpassen. Zukünftig. Also hier jetzt auch noch mal ein bisschen weitergehen. So. Wir sehen jetzt auch einen starken Bruch durch New York. Ja. Der sich auch weiter fortsetzt. Also wenn ihr sowas hier seht, an der Stelle. Hier. So einen Bruch mit mehreren großen Fair Value Gaps. Und euer POI, Premium und Discount, dadurch relativ hoch ausfällt. Könnt ihr, es ist riskanter, aber könnt ihr, also sprich, wenn starke bärische News waren, weiter in New York geschortet wurde, kannst du jetzt sagen, ich trade kleine Pullbacks, wie auch vorher, aber ich erwarte nicht, dass wir jetzt noch in diesem Zeitabschnitt, diesen heutigen Tag, hierhin zurückkommen, in den Premium, um dann zu shorten. Ja, vor allem auch, weil hier große Fair Value Gaps sind, die schon gehalten haben. Und da kannst du dann Folgendes machen. Und zwar sehen wir hier um 19 Uhr zum Beispiel den Sweep. So, an der Stelle hier den Break, wobei du auch hier den Break nehmen könntest, weil dieses Tief, dieses Hoch gemacht hat, ja, und wir da drüber getradet sind, können das jetzt hier auch einfach mal nehmen. Das hier wird wahrscheinlich auch klappen, weiß ich jetzt noch nicht, sehen wir gleich. Und das hier als dein POI definieren, ja, zum Beispiel. Dann hier das Fair Value Gap nehmen oder das Inverse hier oben, wie auch immer. Das Thema hatten wir ja gerade schon und der Einstieg würde erst hier erfolgen, weil das hier ist ja erst die Information nach dem Bruch. Stop-Loss entweder hier unter die Candle oder hier und ein 1:2 könnte man jetzt hier mal anvisieren und das hätte geklappt. So, jetzt kommen wir um 20 Uhr in die eigentliche Abendsession rein. Also du kannst auch schon ab 19 Uhr suchen, aber ab 20 Uhr kommt nochmal richtig Wohler in den Markt. Und hier würde ich jetzt auch schauen. Wir sweepen hier. Und hier haben wir schon
dieses Fair Value Gap respektiert gehabt. Und ich habe ja gerade gesagt, bei einer starken bärischen News, bei einem starken Abverkauf, kannst du auch hier aus dem Discount shorten. Unter folgenden Bedingungen. Das zeige ich dir jetzt. Und zwar, wir können das mal hier erstmal wegmachen, das Fair Value Gap. Unter der Bedingung, dass du auch was Interessantes ab 8 Uhr siehst. Und zwar nehmen wir hier weiter Liquidität. Ja, also es war ja hier ein M10 Sweep. Wir nehmen weiter Liquidität. Und in unserem 10-Minuten-Beispiel, unserem 10-Minuten-Fair-Value-Gap hier, so, respektieren wir das. Jetzt kannst du hingehen und von Sweep zu High ein Premium und Discount im Premium und Discount ziehen. Und aus diesem Bereich willst du Short suchen. Ja, in Kombination mit einem respektierten M10 Fair Value Gap. Du kannst auch auf M30 dir nochmal die Bestätigung holen, dass du hier ein Fair Value Gap hast, was respektiert wird. Ja, dann kannst du auch aus dem Discount shorten. Wie gesagt, ist es riskanter, aber bei starken News-Events ist das definitiv machbar. Hier sehen wir noch nichts. So, jetzt haben wir hier den Shift, ja, mit Kerzenkörper drunter. Ist kein Traum-Setup, aber tradebar. Hier haben wir, unseren POI. Wir hätten jetzt hier das Inverse Fair Value Gap zum Beispiel an der Stelle oder das Fair Value Gap hier oben. Das würde ich nicht nehmen. Also ich würde eher hier oder am Inverse einsteigen. Wir können gerne das Inverse nehmen. Einfach um halt einen besseren Einstieg zu bekommen. So, Stop-Loss diesmal an das Hoch. Hier. Ja. Oder über dieses Fair Value Gap. So. Aber ich würde hier auf Nummer sicher gehen, weil wir halt ziemlich riskant unterwegs sind und auch nur ein 1 zu 2. Du kannst mutig sein, du kannst sagen, jo, wir brechen auf jeden Fall dieses Tief, weil wir weiter bärisch sind. Oder ein 1 zu 3. Das ist dir überlassen, ich würde auf Nummer sicher gehen und lieber ein 1 zu 2 sehen. So, wir kommen in den Trade und wir hitten TP. Ja, wir kommen hier perfekt in den Trade rein. Du hättest auch den POI als Entry nehmen können und das 50% Level, das funktioniert auch. Und dann ein 1 zu 3. Das geht. Ja, weil du mit dem Trend bis hier im Premium, im Discount der großen Range, also du hast die große Range bis im Discount, bis aber in der kleinen Range im Premium, siehst hier auch alles, was zu deinem Setup passt, dann kannst du hier bei starken bärischen Abverkäufen sowas traden. Okay, gut. Das zum Dienstag. Wir können auch nochmal schauen, ob wir, das hat ja hier super geklappt, ob wir hier noch was sehen können. Ich mache das hier alles mal weg. Wir haben jetzt hier auch auf M10 keinen Sweep gesehen. Wir sind aber im Discount der Range. Ja? Und da können wir vielleicht gucken, ob wir auf M5 was sehen oder auf M3, sind halt aber riskantere Geschichten. Ja, hier haben wir den Sweep und wir haben hier eventuell ein potenzielles Setup, was ich so nicht traden würde, weil wir halt extrem am 50% Level sind und sowieso extrem short eingestellt sind. Ja, also du kannst es versuchen, würde ich niemals machen, haben sowieso hier kein Setup, was nach unseren Regeln valide wäre. Ich wollte es dir nur veranschaulichen, okay? So, jetzt kommen wir hier runter. Das heißt, wir müssen einmal beide Ranges anpassen. Das ist einmal hier die M30 Range und unsere M10 Range sieht jetzt hier so aus. Ja? Von hier unten kannst du jetzt definitiv nach Longs suchen. Vor allem, weil wir auch hier diese Liquidität und auch diese Liquidität hier gesweept haben. So, und auf M1 wollen wir jetzt hier was sehen, und zwar einen Shift. Diesen Shift
sehen wir jetzt hier. Das heißt, wir haben hier unseren POI. Wir haben hier auch weder ein Inverse an der Stelle noch eine andere Information, höchstens hier. Das ist aber noch kein Inverse, sondern wird respektiert. Wie gesagt, ein sehr riskanter Trade, aber ich will dich nicht einschränken. Okay? So, Stop-Loss hier drunter und ein 1:2 könnte man anvisieren. So, wir verpassen den Trade auch scheinbar. Oder beziehungsweise kassieren jetzt hier ein Stop-Loss. Wir haben ja auch hier nichts erreicht. Kassieren auch ein Stop-Loss. Und wenn wir uns die übergeordnete Struktur anschauen, hier haben wir hier einen Order-Block. Und wir sind halt einfach extrem bärisch. Solche Trades würde ich wirklich nicht traden. Ja, das würde ich einfach nicht machen. Ich will sie aber zeigen und ich will auch nicht nur sagen, ey, das ist alles hier Cherry-Picking. Ich habe mir die schönsten Setups rausgesucht. So, das war dann der Dienstag. Den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag, den siehst du dann am Montag, weil das Video sonst extrem lang wird und dich sonst überfordert. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist und dass du dir die ersten zwei Tage der letzten Woche bzw. dieser Woche angeschaut hast. Und wir sehen uns Montag im Teil 2.